Schau, Leute. Ich lebe noch. Obwohl es eigentlich nicht so klar war, weil ich stand kurz vorm Selbstmord. Weil ich hatte nämlich Zahnschmerzen. Und ich hatte schon oft Zahnschmerzen. In meinen 30 Jahren. Aber so schlimm war es noch nie. Und der Grund dafür war, es war der Weisheitszahn, der mir wehgetan hat. Ich erzähle euch mal, was passiert ist. Ich bin letzte Woche Donnerstag aufgewacht und verspürte keinen Schmerz, aber so ein Ziehen. Ob ihr das kennt, es ist, wenn der Zahn nicht weh tut, keine Schmerzen hat, sondern es ist so ein Ziehen. Und bin in die Arbeit gegangen und so ab 11 Uhr hat es dann mehr weh getan. Also es ging dann rapide rauf vom Schmerz und dann habe ich meine Zahnärztin angerufen und gesagt, hey, ich muss kommen, da passt was nicht. Dort hat die gesagt, ja, der ist entzündet, der eitert, der muss raus. Es ist aber ein Weisheitszahn, den darf sie nicht ziehen. Sie gibt mir vor einem Unterkieferarzt die Nummer. Und bis dahin hat sie mir das verschrieben. Ich runter, hol mir das Verschriebene, haus mir rein, hilft nichts. Ich mache mir einen Termin, der sagt, 12. April, früher geht's nicht. Bis dahin bin ich tot. Stehe ich in der Krone drin. Unter Todesanzeigen. Naja, dann habe ich das noch versucht zu unterdrücken und überlegt, was machen wir. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen. Es gibt in Linz mehrere Krankenhäuser, ich sage jetzt nicht welche. Egal, Krankenhaus 1 sind wir gefahren. Es hatte Aufnahme, Nachtaufnahme. Dort bin ich hingegangen, meine Frau, ich natürlich kahl bleich und Schmerzen, man merkte mir schon an, dass mir nicht gut geht. Andere Leute waren dort auch dort, aber das ist Nachtschicht. Also wenn du da hinkommst wegen Zahnschmerzen, dann hast du wirklich Zahnschmerzen. Habe ich geglaubt. Aber so waren andere Leute dort, die Kinder waren dort, haben rumgetollt. Die Leute haben gelesen, als wäre es ein normaler Hausarztbesuch. Und ich sitze dort wackelnd und hinkelnd und humpelnd und denke mir, also so wehtun tut es euch nicht, weil lacht dann noch und quatscht und alles und über alltägliche Themen. Ich habe nicht reden können, habe kein Wort sagen können. Es hat sich mir schon auf mein Ohr ausgebreitet und vom Ohr dann eigentlich in zur linken Gesichtshälfte. Es waren 2 Ordinationen offen und ich musste dann so 2 Stunden warten. Und jeder hat es mir angesehen, dass es mir nicht gut gegangen ist. Und ich bin dann zur Krankenschwester vorgegangen, sagte, bitte geben Sie mir das, jetzt wird schon wirklich. Also sie sagt, sie darf mir nichts geben. Und wie gesagt, dann gehen Sie bitte rüber zum Arzt und soll er mir was geben? Nein, es geht nicht, der operiert gerade. Ja, ich höre es eh. Weil die Leute haben sich keine Spritze geben lassen. Und man hört dann noch das Geschrei und Au und so weiter. Und dann komme ich endlich dran, ich stürme rein. Wirklich. Bin ich schon drin und sage, geben mir sofort irgendwas, weil ich habe schon Krämpfe, wirklich. Ich habe wirklich schon solche Schmerzen gehabt, das hatte ich dann auf dem ganzen Kopf verbreitet bis dahin. Ich konnte meinen Nacken nicht mehr bewegen. Es war alles taub und mit voller Schmerz. Und habe ich ja gesagt, das ist der Weisheitszahn und heute hat es wehgetan und habe alles erzählt. Und ich war bei der Zahnärztin und das hat nichts geholfen, was sie mir gegeben hat. Die haben mir 3 Spritzen gegeben. 3 Spritzen und es hat nichts geholfen. Ich habe alles gespürt. Ich meine das wirklich ernst. Es war taub. Meine linke Backenhälfte und meine Zunge waren taub. Ich habe trotzdem den Schmerz gespürt, habe ich gesagt. Es ist wack. Und ja, dann so, sie können ihn ziehen. Habe ich gesagt, ohne Betreuung. Ich spüre alles, habe ich gesagt. Drum lasse ich ihn mir nicht ziehen. Ich brauch eine Spritze, die was wirkt. Dann haben sie mich nach Hause geschickt. Genau. Dann haben sie gesagt, Krankenhaus 2 hat ab 7 Uhr Aufnahme. Ich soll dorthin gehen, weil die haben nämlich eine zahnärztliche Praxis. Um 0 Uhr heim. Natürlich nicht geschlafen.
4 Uhr macht meine Frau auf, sieht, dass ich in der Küche humple wieder. Ja, und sagt, nein, drei Stunden und dann fahren wir. 7 Uhr in der Früh. 6.30 Uhr sind wir losgefahren, um 6.50 Uhr waren wir dort, haben wir schon gesagt, hey, es ist so arg, bla bla bla. Und dann der Portier, wegen Zahnprobleme können sie jederzeit kommen, dann müssen sie nicht auf Aufnahme warten. Meine Güte. Wo ist das denn hingegangen? Die haben es dort dann auch schon gesehen, okay, dem geht's nicht gut. Ja, der Arzt kommt gleich, sie kommen gleich, ich war der Erste. Der Arzt kommt gleich. Nacheinander kommen mehrere Leute, die haben auch so Zahnschmerzen, geht so. Aber bei mir hat man es doch angesehen und vom Gesicht und von allem. Ich war kurz vom Schreien schon. Und die haben mir nichts gegeben. Ich sag, bitte geben Sie was. Ja, der Arzt kommt gleich und ja und wie und wo. Ich habe 5 Stunden gewartet mit Schmerzen. Die haben mir dann eine halbe Stunde bevor der Chef ausgekommen ist, ein Voltaren gegeben, aber nicht das, was sofort wirkt, sondern was erst nach einer Zeit wirkt. Dafür stärker, haben die gesagt. Das wird nichts merken. Die haben mir im Krankenhaus 1 3 Spritzen reingehauen, ich habe nichts gespürt. Es war ja alles dokumentar. Die haben mir beim Krankenhaus 1 so ein Dokument gegeben, wo das alles drauf gestanden, was sie gemacht haben und irgendwas. Das habe ich denen gegeben. Doch da steht so, was die gemacht haben. Ich spüre trotzdem alles. Sag, okay, dann machen wir Narkose. Und der wird dann mit der Narkose gezogen. Sagt, okay. Es war um 12. Und der Chef hat dann gesagt, okay, er erlaubt. Wurde aufgebracht und stationär eingeliefert. Stunden später war schon die Operation. Okay, passt. Ja, dann war der Zahn draußen und die Schmerzen waren weg. Weil die dann gesagt haben, wir müssen trotzdem noch Schmerzen, also du musst trotzdem noch bei uns bleiben und ich sagte, ich müsste noch Schmerzmittel und Antibiotika geben und ja, und testen, wie dein Körper auf das alles reagiert. Und gesagt, ich brauche keine Schmerzmittel. Der Schmerz ist weg. Ich habe 2 Tage Schmerzen gehabt. Ja, haben sie mich noch da gelassen und mit Antibiotika und Schmerzmittel besorgt. Naja. Ja, jetzt ist der Zahn draußen und jetzt haben die gesagt, ich müsste mir die anderen 2. Ich habe noch 2 Weisheitszähne, das sollte ich mir halt schon vorher rausnehmen lassen, damit das nicht mehr nochmal passiert. Und ja. Und jetzt muss ich mir noch die anderen 2 Weisheitszähne dann irgendwann mal rausnehmen lassen. Dann hat sich die Geschichte. Das war was. Ja, und deswegen war ich jetzt so lange weg. Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr noch da seid und da geblieben seid und dass ihr euch das angehört habt. Wir sehen uns. Tschüss.